Willkommen bei Nachgefragt heute aus der Donaustadt. Donaustadt, das klingt selbstbewusst. Donaustadt, eine eigene Stadt. Und das ist das fast der größte Wiener Bezirk, ein Viertel der Fläche. Bei mir ist der Bezirkschef, Bezirksvorsteher Norbert Schill, grüß Gott. Wir reden gleich über die Entwicklung der Donaustadt in Richtung seiner richtigen großen Stadt. Großstadt im Sinne von Hochhäusern, amerikanischer Downtown, bei der UNO-City, bei der Donau-City, da tut sich nämlich einiges in dieser Richtung. Höchste Gebäude Österreichs steht da, 60 Stockwerke hoch, 220 Meter hoch. Das schauen wir uns gleich an und da reden wir auch gleich drüber. Aber die Donaustadt, Herr Bezirksvorsteher, ist ja viel, viel mehr. Das ist ein Zusammenschluss von 8 Dörfern eigentlich. So einige Namen wie, da haben wir es vor mir, Breitenlehstadt, Lau, Kaisermühlen kennt man natürlich, Kagran, Essling, bekannte Namen. Das heißt, ein Mix aus kleinen Dörfern und einer großen Stadt, Hochhäusern, passt das zusammen? Ja, es ist geradezu typisch für die Donaustadt. Die Donaustadt beruht tatsächlich flächenmäßig historisch auf der Grundlage von 8 Dörfern, die in ihren Ortskernen noch erkennbar sind, mehr oder weniger. Zum Teil als Orte, als Dörfer wirklich noch bestehen, wenn man an Süßenbrunn oder Breitenlee, an Aspern oder Essling denkt, die tatsächlich noch Dörfer in der Stadt sind. Und diese 8 Dörfer wachsen langsam zusammen zu einem urbanen Raum. Und daher ist es genau diese Vielfalt von Downtown bis zum Ländlichen, das die Besonderheit der Donaustadt ausmacht und auch ihre Identität gründet. Das heißt, kleine Dörfer gibt es. Die Seestadt Aspern im Entstehen wollen wir nicht vergessen. Berühmtes mittlerweile Stadtentwicklungsgebiet war auf dem ehemaligen Flugfeld Aspern, ein neuer Stadtteil, größtenteils autoverkehrsfrei oder mit guter öffentlicher Anbindung entsteht. Das ist aber nicht unser Thema heute. Wir reden jetzt einmal über die Hochhäuser, die es ja auch gibt in der Donaustadt. Das berühmteste ist zunächst einmal die UNO-City. Da hat es auch viele Diskussionen gegeben, als die gebaut wurde. Das ist gegessen sozusagen. Aber mit der Donau-City daneben entsteht Neues. Und da würde uns interessieren, wie kommt es denn da zu so einer Stadtteilbildung? Wer hat da die Ideen? Wer fragt danach, wie hoch darf ich da bauen? Wie mache ich das gerade dort? Und wie geht die Bevölkerung damit um, dass da sozusagen fast ein, ich möchte das Wort Ghetto jetzt nicht in den Mund nehmen, aber mittlerweile, also jetzt habe ich es in den Mund genommen, dass da fast so wie, etwas wie eine Art Ghetto entsteht. Naja, die Donau-City hat eine lange Geschichte. Ursprünglich war es ja gedacht als Ort für die Weltausstellung, die in Wien geplant war, aber letztlich dann von einer Volksabstimmung abgelehnt wurde und nicht zustande kam. Dann gab es einen planerischen Wettbewerb und es wurde eine Vision für diesen Ort entwickelt, die einen modernen Stadtteil beinhaltet hat und mit einem ganz bewussten städtebaulichen Akzent, wo es auch in die Höhe gehen sollte und durfte. Und wie alles im Leben sozusagen, passt sich vieles dann im Laufe der Jahre an und wird auch weiterentwickelt. Und heute ist die Donau-City in der Donaustadt kein Ghetto mehr. Also das im Planerischen war diese Debatte noch sehr laut. Aber nachdem es gelungen ist, eine Mischung von Büros, also Arbeiten und Wohnen zustande zu bringen, hat sie zwar ihre eigene Identität und ihre eigene Qualität, sie ist mit nichts in der Donaustadt vergleichbar, aber als Ghetto kann man sie schon deswegen nicht bezeichnen, weil am Rand der Donau-City zum Beispiel die Copacabana liegt, die ein sehr beliebtes Freizeitziel vieler Wienerinnen und Wiener ist und so ist die Durchmischung von lokaler Bevölkerung und freizeitsuchender Bevölkerung gegeben. Also von einem Ghetto ist keine Rede. Ich habe das jetzt auch gar nicht so abwertend gemeint, sondern einfach nur, wollte das Wort mal da reinwerfen, um zu zeigen, dass das halt doch etwas ganz etwas anderes und am Abend natürlich dort durch die wohnen halt weniger Leute dort, das ist wenig ruhiger ist, außer man geht dann auf die Copacabana, dort geht die Post ab. Ich möchte noch kurz nachreichen, jetzt Termin dieser nicht stattgefundenen Weltausstellung, das war nicht irgendwann einmal im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts, also das war 80er, 90er Jahre. 80er Jahre, ja. Genau. Also da hätte es eine Weltausstellung gemeinsam mit Budapest geben sollen und die Bevölkerung hat gesagt, nein, das wollen wir nicht haben. Die Donau-City, wie geht es denn Donaustädtern, der Bevölkerung hier, mit der Donau-City? Hat man Kontakt, wächst das zusammen mit den Leuten, die dort arbeiten, die dort wohnen? Oder ist das doch ein bisschen, ich sage jetzt nicht Ghetto, sondern ist es doch ein bisschen getrennt? Naja, das Wesen der Donaustadt ist ja genau die Vielfalt und die für den Außenbetrachter scheinbare Gegensätzlichkeit. Also auch wenn ich das Dorf hier Städten zum Beispiel nehme, habe ich einen alten Ortskern, und ich habe dort aber große Fertigteilbauten oder mal sagen Plattenbauten aus den 70er Jahren.
die einen sehr harten Kontrast bilden zu dem, was gewachsene Struktur ist und dann moderne Gebäude. Und so ist die Donau City auch so ein Teil, der in dieser Widersprüchlichkeit und Vielfältigkeit eine Besonderheit abbildet. Und ich glaube, dass wenn man sich heute Dokumentationen über Wien anschaut oder Fotos, so schön ist Wien, es gibt keinen Fotoband, wo die Skyline der Donau City nicht abgebildet ist. Und tatsächlich etwas geworden ist, das zu Wien dazugehört und worauf man stolz ist und das Modernität signalisiert. Aber natürlich ist die Donau City noch nicht fertig gebaut. Also sie hat noch Schwächen, städtebauliche, und das heißt, es gibt noch leere Bauplätze, es gibt durchaus sozusagen noch durch die fehlende Bebauung zum Beispiel Windprobleme, die es noch zu lösen gilt. Dergleichen mehr, aber sie ist auf einem guten Weg und sie wird sicher, wenn sie fertig bebaut ist, ein vollständiger, lebenswerter Teil der Donaustadt sein. Sie haben die Skyline erwähnt, die Fotos mit der Skyline, wo das sehr oft oben ist, weil es auch mittlerweile repräsentativ für Wien ist, eines der jüngsten Wahrzeichen eigentlich fast. Mhm. Also in Wien, am Stephansdom, die UNO City, gibt es wesentlich jünger, aber ist halt mittlerweile auch als Wahrzeichen mit der Donau City akzeptiert. Was wird denn noch entstehen? Was kann man sich denn in dieser Donau City denn noch vorstellen, was jetzt noch nicht dort ist? Naja, es wird momentan, wie schon besprochen, das höchste Gebäude Österreichs errichtet, der DC Tower 1 mit 220 Meter. Aber das Projekt sieht ja einen zweiten Turm vor mit 160 Meter, also ein DC Tower 2. Der kleine Bruder. Und das wird ein sehr spannendes architektonisches Ensemble, weil ja die Baukörper sozusagen kongenial zueinander gestellt sind und sich gegenseitig als architektonisches Ensemble ergänzen werden. Aber es gibt zum Beispiel einen sehr großen Bauplatz vor der UNO-City, wo geplant ist, noch einen Wohnbau zu errichten, um eben dieses Mischungsverhältnis von Arbeiten und Wohnen zu verbessern. Und es ist noch ein gewidmeter Bauplatz mit einem Baukörper von 100 Metern vorgesehen, wo noch offen ist, was der beinhalten wird. Aber das heißt, es kommt noch sozusagen mehr Bewegung, mehr Menschen und damit auch mehr Leben zu jeder Tageszeit dazu. Das ist das eine, also die Donau City selber wird nochmal belebt durch mehr Bewohner und mehr Menschen, die dort arbeiten. Aber auf der anderen Seite der Reichsbrücke, wo jetzt noch das Kinocenter ist, wird ein Wohnhochhaus errichtet werden. Danube Flats ist das Projekt, wo jetzt der Architekturwettbewerb abgeschlossen wurde. Und dieses Danube Flats wird sozusagen auch eine Verbindung sein. Es ist tatsächlich noch so, dass die Wagramer Straße ein trennendes Element ist zwischen Altkaisermühl und der Donau City. Aber es rückt zusammen, es wächst zusammen, es kommen Funktionen dazu, die für die Bevölkerung interessant sind, einen Mehrwert bringen, und daher ist der Austausch dann der Bevölkerung auch gegeben. Also bleibt spannend, tut sich einiges. Das Skyline wird sich von Jahr zu Jahr verändern, nach wie vor. Ich möchte Sie abschließend noch fragen, Sie sind Bezirksvorsteher, also Bezirk wird verwaltet von der Bezirksvorsteherin. Sie sind Bezirksvorsteher des flächenmäßig größten Bezirks. Wir haben hier schon eine Grafik. Viertel von Wien nimmt die Fläche ein. 170.000 Einwohner wird bald oder in absehbarer Zeit auch der einwohnermäßig größte Bezirk sein. Welche der Ortsteile befassen Sie denn am meisten? Oder jetzt sagen Sie bitte nicht alle gleich. Das ist ja fast eine eigene Stadt oder eine eigene Großstadt. Ja, stimmt. Die Donaustadt für sich genommen wäre, wenn man Favoriten auch als eigene Stadt klassifiziert, derzeit die fünftgrößte Stadt Österreichs. Ja. Und ist in einer ungeheuer dynamischen Entwicklung. Also 2030, sagen uns die Prognosen, werden wir 200.000 Einwohner im Bezirk haben. Und 30.000 zusätzliche Bewohnerinnen und Bewohner müssen Wohnungen finden, müssen Kindergartenplätze finden, müssen Schulen finden. Das heißt, es ist eine ungeheuer dynamische Entwicklung. Und im Kern ist natürlich die Seestadt Aspern das zentrale Leitprojekt, immerhin zweimal Eisenstadt von der Dimension her. Aber es sind auch in anderen Teilen sehr dynamische Entwicklungen im Gang, wie zum Beispiel in Kagran, wie zum Beispiel in Hirstetten. Und die Donaustadt verändert sozusagen langsam ihr Gesicht in Richtung Stadtraum und Modernität, aber mit dem Anspruch, ein grüner Bezirk bleiben zu wollen und die Vergangenheit nicht zu verleugnen, sondern die alten Ortskerne als besondere Schmuckstücke auch in die Zukunft mitzunehmen. Ja, da haben Sie einiges zu tun. Und auch in Bezirksvorsteher. Bezirksvorsteher, herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war also heute einmal ein Nachgefragt aus dem flächenmäßig größten Bezirk in Wien, aus der Donaustadt. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.